Willkommen zum Let's Play F1 Manager 24 hier auf Erdbeer Gaming. Wir gehen rein mit der Scuderia Ferrari, einem ja eigentlich ziemlich guten Team, allerdings ein bisschen gebeutelt durch die letzten Jahre. Ihr seht das hier, das Saisonziel ist, Zweiter zu werden, langfristig endlich wieder Konstrukteursweltmeister. Und hier sind die Werte des Teams. Zweitbestes Auto, zumindest zu Saisonbeginn, relativ okay alles. Und das sind die Fahrer Charles Leclerc, Carlos Sainz. Ja, wir erstellen uns hier in die Karriere, alles auf hart, erfahrener Manager, und wir gehen also rein. Ich habe schon mal so ein bisschen überlegt, was können wir machen. Ich zeige euch erstmal, was neu ist, bevor wir hier in den Bahrain Grand Prix reingehen. Hier haben wir die Fahrzeugübersicht, da werden wir gleich auch noch die ersten Autoteile natürlich planen. Und hier gibt es eine Übersicht mit der Fahrerakademie. Das ist ein ganz neues Feature hier in diesem Spiel. Man kann jetzt quasi Jugendfahrer sich holen. Das hier sind die Fahrer, die wir in unserem Pool haben. Auch die zwei Frauen da unten, das sind F1 Academy Driverinnen. Also ja, sozusagen Formel 4 Autos fahren die. Das hier ist ein neues Moralsystem. Also man muss jetzt auch gucken, dass alle Mitglieder im Team irgendwie zufrieden sind. Die Jugendfahrer sind enthusiastisch, so wäre das glaube ich ausgesprochen. Die meisten noch positiv gestimmt. Das ist zumindest zum Saisonbeginn ganz gut. Ja, dann können wir gleich mal übergehen, gucken, was gibt es hier so Neues. Da ist zum Beispiel Sainz mit dem Vertrag unzufrieden mit der Summe. Der wird aber sowieso gehen, und wir gehen gleich mal in die Überlegung, was wir für Autoteile entwickeln können. Ja, ich möchte in erster Linie die, man hat so ATR-Zeit und Windkanalstunden, die möchte ich direkt schon mal investieren. Und ich habe mir einen Plan gemacht, dass wir das Auto erstmal auf niedrigen Geschwindigkeiten abstimmen. Also auf Kurse wie zum Beispiel Monaco, Ungarn, so welche zum Beispiel. Und das ist erstmal so im Fokus gewesen jetzt. Ich habe mir das alles mal so ein bisschen angeguckt. Wir werden als erstes einen Unterboden und einen Frontflügel entwickeln. Wichtig ist halt eben zu beachten, dass die Teile rechtzeitig kommen. Das muss man immer planen. Wir haben jetzt hier so geschaut, dass, sage ich mal, mit der Entwicklung der Teile, mit der Produktion, dafür die Ingenieure auch in einem guten Maß verteilt, dass das alles mit der intensiven Herangehensweise ganz gut klappt. Die ersten Updates sollten intensiv sein, damit man darauf gut aufbauen kann. Unterboden und Frontflügel jetzt in dem Fall. Ja, und die werden so zum Japan Grand Prix eben da sein. Dann werden wir hier willkommen geheißen in der Saison 2024. Und hier im Hintergrund seht ihr die Sponsorenverhandlung. Das ist auch neu in diesem F1 Manager 24. Das war mir allerdings so kompliziert, dass ich das jetzt einfach in den Hintergrund geklatscht habe. Das hat 5 Minuten oder so gedauert bestimmt. Ja, und hier seht ihr einfach eine schnelle Abfolge davon. Ihr könnt euch so grob merken, dass man jetzt einfach sponsorentechnisch eine ganze Menge zur Auswahl hat und es unterschieden wird in die garantierten Gelder, die man vorab kriegt, und in leistungsbezogene Zusatzzahlungen. Also Engagement ist da einerseits, je nachdem wie viele Auftritte du zum Beispiel von deinen Fahrern hinlegst für die Sponsoren, oder auch für Renntagsbelohnungen, wenn du dort gute Leistungen am Renntag bringst. Somit kommen wir insgesamt auf 92 Millionen von den Sponsorenverhandlungen. Das ist ganz okay. Und hier habe ich auch nochmal eingeplant, dass jetzt zum Beispiel Charles Leclerc ein Event macht und Carlos Sainz, Olli Biermann, das sind die Fahrer. Ich wollte die jetzt aber auch nicht überbelasten. Wir müssen halt so eine gute Balance finden aus Geld verdienen. Dann gehen wir über in die Simulation zum ersten Rennwochenende in Bahrain. Hier noch eben die Rennziele. Platz 3 bei Charles Leclerc habe ich mich für entschieden und Platz 7 bei Carlos Sainz. Dann können wir auch schon reinstarten, das erste Training. Auch das werde ich so ein bisschen nachkommentieren hier. Eben ein paar Eindrücke davon zeigen. Ab dem Qualifying gehen wir dann über ins Live-Commentary. Hier seht ihr die erste Ausfahrt fürs erste Rennwochenende. Und mein Plan war eben, abgesehen davon natürlich das Setup hier zu machen im Training, möglichst viel schon mal zu fahren. Dadurch kriegt man einerseits Autoteile-Kenntnis, Streckengewöhnung, und das Setup ist meistens auch noch ganz gut. Hilft dabei, dass die Fahrer viel Vertrauen kriegen. Das erste Training war ganz okay, das zweite hat Carlos Sainz sogar gewonnen und das dritte hat Charles Leclerc ebenfalls gewonnen. So sind die Fahrer optimal vorbereitet mit gutem Vertrauen. Gehen wir also rein in die erste Qualifikationssession in diesem Projekt. Es wird schon mal wichtig zu sehen sein, wie unsere Pace ist, und ich denke, wir lassen erstmal den anderen Autos den Vorrang. Ja, wir haben schon ein paar Softs gebraucht im Training, ganz logisch. Und jetzt warten wir erstmal ab, dass die anderen ihre Zeiten setzen. Die Strecke wird ein bisschen leerer, also kommen wir einfach mal raus, setzen jetzt unseren Versuch. Mal schauen, wie weit es nach vorne geht. Leclerc direkt mal mitten im lilanen Sektor, der hat sich auf jeden Fall wohl gefühlt. Im Training war er eben auch schon am Abschluss Erster im dritten Training. Allerdings kommt die Ernüchterung recht schnell hinterher.
Wie ihr hier seht, war das Ganze auf Medium von Verstappen. Somit ist diese ja, theoretische Trainingspole vielleicht gar nicht so viel wert. Wir blicken jetzt aber mal auf den Versuch und da ist Leclerc erstmal Erster, Sainz 4 Zehntel dahinter. Allerdings ist unser Job für Q1 damit ziemlich sicher getan. Am Ende des ersten Qualifying-Segments steht also Leclerc immer noch ganz vorne. Die Euphorie der Ferrari-Fans geht, glaube ich, schon wieder los. Hinten schafft es Logan Sargeant in Q2. Auch zu Beginn der Saison war das ja eine Seltenheit. Naja, Alpine hinten mit zwei Autos dabei, Kicksauber und Magnussen ist auch ausgeschieden. Unser Plan fürs Q2 ist weiterhin relativ unspektakulär. Wir werden einfach wieder versuchen, eine Zeit zu setzen, gucken, ob das reicht. Gehe ich aber mal von aus, wenn jetzt nicht irgendwie was schief läuft. Diesmal fahren wir ein bisschen früher raus. Die Zeiten von den anderen Fahrern kommen jetzt jeden Moment rein und wir vergleichen uns eben damit. Wieder mal Leclerc kurz mit lila ersten Sektor. Allerdings ist wahrscheinlich Verstappen dahinter unterwegs, denn da ist schon jemand schneller und oh mein Gott, jetzt hat Verstappen aufgedreht. 6 Zehntel weg. Naja, die Formel 1 ist eben einfach die Max Verstappen Show und genau das erleben wir jetzt hier. 7 Zehntel beinahe ist der vorne weg, ey. Krass. Aber wir sind auch relativ safe durch. Die Mercedes kämpfen da aktuell in der Eliminierungszone rum. 10. und 11. sind die. Wir blicken mal drauf, aber einen zweiten Run brauchen wir persönlich nicht. Russell zum Beispiel scheitert auf Platz 12. Für uns geht es weiter mit Platz 4 und 5. Relativ locker. Gucken wir mal, was wir im Q3 abliefern können. Ich habe jetzt hier nicht rumexperimentiert oder so. Also wir sind jetzt nicht zum Beispiel auf dem Q1-Reifen auch im Q2 gefahren. Da haben wir jeweils frische Reifen genommen. Einfach weil wir ja nicht im Rennen unbedingt die Softs brauchen. Man kann sich einen frischen Soft fürs Rennen aufsparen. Mehr würde ich allerdings nicht machen. Und von daher haben wir jetzt mit Leclerc auf jeden Fall 2 Versuche, 2 frische Soft. Und wir gucken mal, was bei Carlos Sainz noch übrig geblieben ist. Das ist hier in dem Fall nämlich 1 frischer Soft. Somit muss er auf einem gebrauchten raus. Dafür hat Carlos Sainz aber gegenüber Charles Leclerc den Vorteil im Rennen. Da hat er nämlich einen weiteren Medium, der frisch ist. Also das gibt auf jeden Fall strategisch einige Möglichkeiten. Er greift dafür jetzt allerdings im Qualifying so ein bisschen ins Klo. Wenn er das gut anstellt, ist das aber auch kein großes Problem. Carlos hat jetzt erstmal einen gebrauchten Satz drauf. Bei Leclerc ist er schon frisch, wie angesprochen. Wir blicken mal auf die Zwischenzeiten und auf ja, die erste Runde, die sie sozusagen abgeben. Sainz schlägt schon mal Norris, starker Schlusssektor. Und Charles Leclerc ist sogar dahinter, obwohl der Reifen frisch ist. So schnell kann es eben schon gehen. Und was macht Sergio Checo Pérez eigentlich da vorne? Eine 29,6 bringt den Mexikaner aktuell auf Platz 1. Das kann ja gar nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Also umrüsten. Leclerc nochmal mit dem frischen Soft. Hat hier auf jeden Fall taktisch den, ja, die Oberhand gehabt. Die hat er nämlich schon verspielt. Carlos hat das gut angestellt auf dem gebrauchten Soft. Das spricht auf jeden Fall für Carlos Sainz. Und jetzt fahren wir raus zum letzten Versuch. Sainz wieder vor, dahinter Leclerc. Gleich werden alle anderen Teams wahrscheinlich noch folgen. Und es gibt den Showdown um die Pole Position, um die vorderen Plätze. Los geht's jetzt also. Sainz, Verstappen, was macht der? Bricht der ab oder wie? Der ist langsam unterwegs. Verstappen ist ganz langsam unterwegs gewesen. Leclerc mit lila im Mittelsektor. Van Carlos kommt, warum auch immer, keine wirkliche Verbesserung. Muss wohl einen Fehler drin gehabt haben. Naja, Charles Leclerc jetzt also mit lila im Mittelsektor. Kann er vorne reinschießen? Das ist jetzt die Frage. Und das schafft er. 29,6 vor Perez. Und von Verstappen dürfte da eigentlich auch nichts kommen. Ist das die erste Pole Position in diesem Projekt? Und so sieht's aus. Pole in One ist die Trophäe auf der PlayStation. Das bringt euch jetzt nichts. Aber wir haben die Pole Position im ersten Rennen. Charles Leclerc, der seine krasse Pace ausspielt und die erste Pole für Ferrari in dieser neuen Saison holt. Ja, aber ich denke, im Rennen wird's nach hinten gehen. Red Bull ist viel stärker. Naja, aber auf eine Runde hat Verstappen es irgendwie nicht zusammengebracht. Vor allem schaut man da auf diese Übersicht. Im Q2 ist Verstappen eine 29,3 hingebrettert und im Q3 eine 29,8. Also irgendwas hat da nicht hingehauen. Technisch vielleicht ein Problem, rausgerutscht auf seiner Hotlap, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der auch auf einer Runde deutlich schneller als jetzt die Pole-Runde von Leclerc. Wir nehmen es natürlich trotzdem mit, sehr, sehr glücklich und wir freuen uns über die erste Pole-Position. Hier in Sakhir ist das Flutlicht an und in Kürze startet die erste der 57 Runden am Bahrain International Circuit. Also, es ist eine ganze Menge Energie jetzt in die Strategieplanung reingegangen. Wir haben Leclerc auf der Pole, wir haben Sainz auf Rang 4.
Leclerc muss mindestens aufs Podium kommen und Sainz unter die Top 7. Ich habe mir mal ein bisschen was überlegt, ihr könnt hier reingucken, ich erkläre das mal eben kurz, was ich mir dabei so gedacht habe. Wir setzen Leclerc erstmal zum Rennstart auf den Soft, damit er vorne wegkommt oder zumindest mitfahren kann, denn ich denke mal, ja, dass die Red Bull da ganz gut angreifen können. Dann ist die Überlegung, ob wir ihn eventuell so nach Runde 25 circa dann auf die harten setzen, durchschicken. Das ist allerdings 10 Sekunden langsamer, als wenn wir zum Beispiel einfach Soft, Medium, Hard fahren. Relativ hart pushen auch, also das sollte Leclerc dann entgegenkommen. Wenig Reifenmanagement benötigt, der Ferrari ist allerdings besonders gut im Reifenmanagement. Das könnte dann eventuell bei Carlos Sainz ein Vorteil sein, den haben wir hier auf dem Medium zum Start. Einfach möglichst flexibel mit diesem Startreifen. Er kann auf den Zwei-Stop gehen mit Medium, Medium, Soft, am Ende richtig stark pushen die letzten 12 Runden. Oder er geht auf Medium, Soft, da sind 5 Runden Unterschied nur zwischen. Das bedeutet, wenn Carlos den Reifen ganz gut schonen kann, 5 Runden länger fährt als gedacht, dann kann er eben mit dem Einstopp durchfahren. Das soll theoretisch 4 Sekunden schneller sein. Man hat keine Probleme. Ach nee, 4 Sekunden langsamer sein, tatsächlich, sorry. Und dann hat man aber keine Probleme mit der Track Position. Muss also selber nicht angreifen, fällt nicht so wahrscheinlich in den Verkehr zurück. Das als Analyse, das, was ich mir so dabei gedacht habe. Aber ihr kennt die Formel 1. Am Ende kann alles wieder anders sein. Und deswegen drücken wir jetzt auf Start. Session selbstverständlich managen. Und jetzt geht's ab, rein ins Rennen, der große Preis von Bahrain, los geht's, die 5 roten Lichter gehen an und wir schauen mal, was hier gleich passieren wird. Kann Charles Leclerc seine Pole halten oder nicht, das ist hier die Frage und ich glaube, es geht schon mal direkt nach hinten. Perez ist schon auf den ersten Metern bereits vorbei. Ja, Charles Leclerc verliert hier leider die Position und auch Max Verstappen ist schon sehr aggressiv daneben. Die Pole hat lange gehalten, Freunde. Die hat sehr, sehr lange gehalten. Nicht mal bis in die erste Kurve rein. Ja, dann entspann dich. Also wir können ein bisschen Druck machen vom Motor aus, auch vom Reifen her. Aber ich möchte jetzt nicht das ERS weiter drücken. Bei Carlos können wir das gerne machen. Ja, direkt mal Plätze verloren. Lando Norris auch vorbei an Carlos Sainz. Wir blicken mal gleich drauf, wie sich das Ganze einordnet. Natürlich in höherer Geschwindigkeit. Ja, und da ist, oh, da ist Carlos schon durchgegangen. Wir blicken nochmal drauf. Carlos hat es hier ganz entschlossen gegen Lando Norris gemacht, sich den Startplatz sozusagen wiedergeholt. Gute Aktion von ihm. Ist jetzt also wieder hinter Charles Leclerc, da brauchen wir dann gar nicht so viel Druck. Fahr einfach mit, genieß das DRS von Charles Leclerc. Gehen wir auch mal auf Überholaggression niedrig. Da brauchen wir keinen Druck und hier... Da brauchen wir ihn vielleicht doch, damit wir vorne rankommen an den Red Bull. Können wir da irgendwie mithalten? Nein, wir können überhaupt nicht mithalten. Wir sollten eher aufpassen, dass der liebe Carlos hier mitkommt. Sonst kriegt er nämlich Druck vom McLaren. Das ist jetzt so ein bisschen Micromanagement, sage ich mal. Was ich hier mache? Na, okay, Norris ist schon wieder vorbei. Ja, und der McLaren, der drückt auch weiter. Das sind hier so wirklich, sage ich mal, unsere möglicherweise Hauptgegner. In diesem Rennen fürs Podium, gerade von Charles Leclerc zum Beispiel. Und auch ja, für Carlos. Der muss aufpassen, dass er hier auf jeden Fall die Top 6 irgendwie absichert. Norris pusht da auf jeden Fall schon mal ordentlich die Reifen. Also 91%. Das sehen wir. Wir fahren jetzt auch aggressiv bei Leclerc. Ich möchte einmal da mitfahren. Piastri Sainz auf Mediums. Okay. Nein, oh mein Gott, was ist da passiert? Ein Dreher von Charles Leclerc. Damit kann er sich vom Podium verabschieden. Auch hier ist es Meme Ferrari. Meme Ferrari. Oh mein Gott. Ey, das kann nicht wahr sein. 19. Da jetzt natürlich ganz am Ende. Einmal schön gedreht, Charles Leclerc. Es ist unglaublich. Da holt man die Pole Position aus dem Nichts und schmeißt es wieder instant weg. Also das ist Classic Ferrari aus den letzten, ja, 10, 15 Jahren. Wir kühlen die Reifen ein wenig runter bei Carlos Sainz, damit er dann die Möglichkeit hat, eben auf beide Strategien einzugehen. Erstmal abwarten. Charles Leclerc, der kann sich an die eigene Nase fassen. Froh sein, wenn er heute noch Punkte holt. Ja, geht jetzt erstmal an Kevin Magnussen vorbei. Das ist allerdings, ja, Standard. Jetzt wird es auf jeden Fall ein schwerer Recovery Drive für Charles Leclerc. Ja, Carlos Sainz, dadurch, dass er nicht so wirklich pusht, wurde er eben auch von Lance Stroll überholt. Ich möchte hier aber jetzt echt nicht mit den Aston Martin großartig kämpfen. Carlos, fahr... Autoscooter und vorbei. Oh Mann.
Ja, wir drücken mal eben auf die Push-Taste, dass Carlos Sainz sich da jetzt lösen kann von Stroll. Und das passiert ja auch, genau. Auch wenn sich da jetzt irgendwie schon wieder jemand weggedreht hat. Gelbe Flagge. Piastri war es. Okay, Piastri hat sich weggedreht. Einer unserer härtesten Gegner. Das ist gut für uns. Ich hätte Sainz da gerne irgendwie aus dem Verkehr raus mit den Aston Martins hinterher, hinter Norris. Ja, es ist echt schwierig aktuell schon zu beginnen. Natürlich hat Leclerc auch einfach eine gute Position weggeworfen. Wir können da mal auf Überholaggression hochmachen. Ja, wir haben nichts zu verlieren, außer dass das Auto eventuell noch mehr beschädigt. Macht da jetzt aber auch guten Progress. So die letzten Sekunden hat man gesehen, dass er da gut durchkam an Ocon, an Sargent vorbei. Gleich geht's auch an Gasly ziemlich locker vorbei, denke ich mal. Wir werden bei Carlos auf die Einstopp-Strategie gehen. Es lohnt nicht jetzt hier irgendwie zu pushen. Ich meine, die Astons haben die Softs drauf, zumindest Stroll, der hier Druck macht auf Carlos. Das bringt nichts, jetzt hier gegen zu kämpfen, wenn wir uns eh nicht lösen können. Noch dazu hat Stroll dann gleich, ja, sehr wahrscheinlich schlechte Reifen, wird auch nicht mehr so locker folgen können. Genau das passiert jetzt auch gerade. Wir lösen uns langsam durch normales Tempo. Sehr gut. Für Charles geht es in die nächste Kampfgruppe rein, währenddessen Perez sich verbremst hat. Charles geht hier vorbei an Oscar Piastri, der mit ihm das gleiche Schicksal mehr oder weniger teilt. Ran an Bottas, also Punkte wären es auf jeden Fall noch für Charles. Das macht er sehr gut, wie er sich hier durchs Feld arbeiten kann. Jetzt ist es aber immer noch Rad an Rad bei den beiden. Kommt so ein bisschen auf dem Ausgang an. Wir gucken mal, was auf Start-Ziel passiert, einige wenige Meter später. Ja, und da ist auch der Ausgang sehr gut von Charles Leclerc. Wird jetzt hier einmal angetäuscht, auch locker am Kick sauber vorbeigehen. Perez in der Box, ja, ein Boxenstopp, den hat er quasi verloren, wie man hier sehen kann. Rein geht's auf Startziel, nächster Angriff. Hülkenberg allerdings im Windschatten und DRS von Daniel Ricciardo. Möglicherweise kann er da jetzt von profitieren, wenn die beiden Rad an Rad in die erste Kurve gehen. Wir blicken mal in der schnellen Simulation drauf. Ja, einige wenige DRS-Graden später hat er die beiden selbstverständlich abgefrühstückt. Wir sind jetzt auch in der optimalen Pitstop-Runde. Ja gut, dann gehen wir rein, gehen auf den Medium, so wie es sein soll. Zwei Stops, Sainz vorne mit einem Stop. Ne, da muss Leclerc eine ganze Lücke zufahren, wenn er da vorne irgendwie ran will. Ja, es wird schwierig für Leclerc, aber Punkte sind, denke ich mal, drin. Und wir schauen uns jetzt den ersten Stop vom Monegassen an. Unserer großen Hoffnung eigentlich, aber er hat es in typischer Leclerc-Manier wieder mal, ja, gebottelt, sage ich mal. Ja, sobald man irgendwie große Erwartungen hat, da geht es dann schief irgendwie. Muss eine Drucksache sein, irgendwie Moral, man weiß es nicht. Er kommt raus auf Platz 13, das ist ja somit schon mal der sichere Platz, wenn ihr versteht, wie ich meine. Die werden alle nochmal einen Stop machen, Leclerc ist 13. Es kann weiter nur nach vorne gehen. Wir pushen den Reifen so ein bisschen auf aggressiv, dieser, ja, gelben Stufe oder orangenen Stufe, sage ich. Und schauen mal, wie weit es nach vorne geht. Carlos macht das gut, hat sich an Norris auch wieder rangearbeitet, ist klar, weil der Soft baut jetzt ab. Norris geht auch in die Box und kommt klar vor Leclerc raus. Der hat einen ganz weiten Weg zu gehen. Tja, und dann simulieren wir gerade mal ein bisschen auf der höchsten Geschwindigkeit. Ich nehme euch trotzdem mit, hinter uns jetzt Boxenstopp von Hamilton. Könnte ein Undercut sein. Habe ich Lust darauf zu reagieren? Nee, habe ich nicht. Und wir fahren einfach weiter, gehen auf den Einstopp. Ich weiß nicht, was Max da vorne macht. Der fährt sich den Medium recht weit runter. Also, ja, theoretisch greifen wir damit ja auch nach dem Sieg. Wir fahren jetzt aktuell auch einiges schneller als Max Verstappen. Kann man die letzten Runden noch sehen? Nee, jetzt ist er in Box da oben. Ja, wir können mal versuchen, ob wir hier noch irgendwas rausfinden. Kann man das hier gucken? L2, ja, ne? So, nein, auch da kann man es nicht sehen, danke. Ihr könnt hier aber sehen, wenn wir Sainz auswählen im Vergleich zum Spitzenreiter zu Max Verstappen, dann hat er dort konsequent immer weiter Rundenzeit abgeknabbert. 2/10, 3/10 waren da schon relativ normal. Also da ist der Reifen einfach eingebrochen von Max Verstappen. Leclerc arbeitet sich an Lance Stroll ran, kann ihn jetzt auch überholen. Relativ locker, ist eine andere Strategie. Wir pushen einfach mit dem Reifen mehr. Wo kommt jetzt Alonso her? Naja, auf den Soften könnt ihr genau das gleiche sagen, ist eine andere Strategie und hat damit nicht allzu viel zu sagen. Vorne an der Spitze, naja, einen Stop weniger machen als Verstappen bringt uns nicht wirklich was. Wenn er gewinnen will, müsste Sainz hier abwehren. Bevor ich das ausgesprochen habe, ist Max Verstappen vorbeigeflogen. Irres Tempo,
Sainz zieht einfach seinen Einstopp jetzt durch. Wir sind auch ja, von den Reifen gut dabei, dass er locker den Einstopp machen kann. Der soll theoretisch ein bisschen langsamer sein. Die Track Position spricht allerdings für ihn. Also warten wir mal ab, wie sich das dann in unseren Karten ausspielt. Aha, wir haben den ersten Unfall. Was ist passiert? Logan Sargeant natürlich dran beteiligt und Magnussen oder was? Das wäre mal wieder passend. Fahren hier den Haas-Frontflügel an den Hinterreifen vom Williams. Okay, das ist eine Kleinigkeit. Gab es trotzdem Gelb für. Ja, Hülkenberg war es sogar. Okay, schade. Und Joe mit einem Dreher. Naja, das hat mit unserem Rennen tatsächlich nicht allzu viel zu tun. Leclerc macht das, denke ich, trotzdem gut von der Pace her. Achter Platz, das geht jetzt nicht mal nach hinten. Kann das gut verteidigen gegen den Aston Martin von Fernando Alonso. Ja, und kommt immer wieder so auf Perez-Niveau raus, ne? Also das spricht schon für Leclerc. Sainz ist jetzt langsam im Boxenstopp-Fenster, kann also den Reifen jetzt auch über die nächsten 2-3 Runden nochmal ein bisschen härter rannehmen. Bei Leclerc können wir ein bisschen Sprit verbrauchen, damit das einfach jetzt nicht überhand nimmt, nur am Ende Rundenzeit kostet. Jetzt kommt Carlos Sainz zum Boxenstopp. Er war die letzten Runden nicht mehr wirklich schnell. Allerdings habe ich die Hoffnung, dass sich die Strategie trotzdem ausspielt. Er müsste ungefähr so ja, hinter dieser Leclerc-Gruppe rauskommen. Da ist relativ viel Luft. Piastri ist da hinten auch noch unterwegs. Ja, beim Boxenstopp stimmt alles, 2,8 Sekunden. Und vielleicht kommt er so vor Piastri raus. Das wäre natürlich nochmal ganz gut. Was hat Piastri so für Reifen drauf? Abgekaut, soft. Wäre also auch kein großes Problem, denke ich mal. Er kommt aber auch ganz gut vor ihm raus. Ja, ein bisschen eng wird es vielleicht. Aber im Endeffekt perfekter Boxenstopp. Alles gut gelaufen. Und jetzt hat er den Reifen drauf, mit dem es heute also bis zum Rennende gehen soll. Bei Leclerc drücken wir weiterhin aufs Gas. Der kann jetzt sogar den Reifen noch mal ein bisschen härter rannehmen. Und dann am Ende auf dem harten muss er einfach noch mal gucken, wie weit es nach vorne geht. Jetzt aktuell ist er im Kampf, auch Alonso schluckt er, dann geht es weiter gegen Hamilton. Ja, Leclerc macht guten Progress jetzt hier gerade in dem Moment. Da brauchen wir jetzt nicht in jedes Manöver reingehen. Das ist einfach im Prinzip nicht wichtig. Also schon wichtig, dass er vorbeikommt, aber jetzt nicht super schwierig. Und ja, man kann es einfach erwarten, dass er da vorbeigeht. Was zur Hölle macht eigentlich Yuki Tsunoda da vorne? Und warum hat Max Verstappen 30 Sekunden Vorsprung? Also ich muss zugeben, dass ich Max so ein bisschen ja, außer Sicht verloren habe. Einfach weil es ja nicht super relevant ist für uns. Der ist so weit vorne und kontrolliert das. Jetzt können wir allerdings mal eine Stallorder ausführen. Das tut mir leid für Charles Leclerc. Aber er muss hier Carlos Sainz vorbeilassen. Andere Strategie, andere Rennumstände. Und Charles Leclerc hat es natürlich auch selbst versaut mit seinem Dreher. Das wird ihm schon bewusst sein, denke ich mal. Oh, gelbe Flagge, Unfall mit mehreren Autos. Was ist hier passiert? Logan Sargeant führt seiner Formel 1 Karriere ein weiteres Kapitel hinzu. Einen weiteren Unfall. So, Tsunoda ist in die Box gegangen. Also werden wir jetzt auch Charles Leclerc reinholen. Die fahren im Endeffekt um die Position. Worauf ist Tsunoda denn gegangen? Ich schätze mal auch den harten oder vielleicht den Medium. Wir gucken mal. So, das ist der Tsunoda Medium. Nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Charles Leclerc, du machst mich wahnsinnig. Reifenblockade von Leclerc. Man kann sein Rennen auch in doppelter Hinsicht wegwerfen. Er sollte einfach nur in die Box fahren. Und dann die letzte Kurve. Die original letzte Kurve vor diesem Boxenstopp. Meint er einfach mal, nö. Einfach mal eine Reifenblockade. Muss aufpassen beim Wiedereinfädeln. Ja, und verliert unglaublich viel Zeit. Ich schätze mal nochmal locker 6, 7, 8 Sekunden. Das schmerzt einfach nur. Boxenstopp haut hin. Er ist auf Rang 11. Kann gegen die Mercedes nochmal fahren. Die haben Soft drauf. Halten die so lange? Ja, okay. Sainz fährt ja auch durch. Ja, komische Frage. Stroll ist der in Reichweite nicht wirklich. Wird, wenn, dann eng gegen Ende des Rennens. Ja. Ferrari macht Ferrari-Dinge und Leclerc ganz besonders. Was macht Carlos Sainz währenddessen? Der hat von den Abständen, wenn ihr die sehen wollt, ein riesengroßes Problem gegen Verstappen. Klar, der fährt nochmal in die Box, aber im Endeffekt wird Max so mit circa 20-30 Sekunden das Ding, denke ich mal, locker nach Hause fahren. Lando Norris ist vom Intervall 3,5 Sekunden zurück. Perez könnte genauso gefährlich noch werden. Die beiden sind auf Medium. Sainz auf dem softeren Reifen muss das jetzt irgendwie durchbringen.
schont den Reifen. Wir können jetzt nochmal eben das überschüssige Benzin verbrauchen. Die Batterie ist gut geladen. Ja, es wird im Endeffekt dann auf die Defensivfertigkeiten von Sainz ankommen. Und zu Leclerc sage ich am besten gar nichts mehr. Also ja, eigentlich war das eine ziemlich doofe Idee, Ferrari zu nehmen. So schont das auf jeden Fall nicht meine Nerven im Laufe dieses Projekts. Max Verstappen jetzt mit dem Boxenstopp kommt da ja ziemlich locker vor Carlos Sainz raus. Am Ende mit 6 Sekunden Vorsprung. Hat jetzt aber auch deutlich bessere Reifen für den letzten Stint. Deswegen habe ich gesagt, so 20 bis 30 Sekunden wird er wahrscheinlich jetzt noch rausfahren. Schnellste Runde von Tsunoda. Auch ein wahnsinnig gutes Rennen von ihm übrigens. Tja, die Abstände vorne werden immer größer. Leclerc versucht ja in die Punkteränge zu fahren, beziehungsweise ist schon 10. Ja, werden wenige Punkte bei ihm. Sainz hält den Abstand sehr, sehr gut gegen Norris und gegen Perez. Das macht er wirklich fantastisch. Die beiden haben teilweise sogar ihre Mediums weiter ausgenutzt, schon als Sainz den Soften. Also das sieht sehr gut nach einem zweiten Platz aus. Sainz überrascht, Leclerc auch, aber im Negativen. Leclerc nähert sich jetzt Fernando Alonso für Platz 9. Es geht um Position, also hoffentlich das letzte Manöver gegen Fernando Alonso. Deswegen blicken wir da jetzt mal drauf. Er saugt sich hier ran auf dieser ja, Gegengerade, wollen wir es so nennen, und fährt relativ locker vorbei. P9 für Charles Leclerc. Der nächste auf der Liste ist George Russell im Mercedes. Ran geht's für Leclerc. Schert aus, versucht sie sogar schon in Kurve 1, sticht auch locker durch. Sehr gut, Leclerc auf P8. Sainz kann vorne alles absichern. Jetzt schon 5 Sekunden auf Lando Norris. Wir greifen jetzt natürlich auch nicht mehr an. Es ist alles ganz locker da vorne. Und für Leclerc ist der nächste, also Yuki Tsunoda, Platz 7, kann er auf jeden Fall noch gut holen. Versucht es jetzt hier wahrscheinlich auch schon auf Start und Ziel. Wir blicken mal drauf im DRS-Fenster. Auch hier geht's locker vorbei. Oh, nochmal ein Unfall, 3 Runden vor Ende. Zum Glück sind die Ferraris nicht betroffen, das kann ich schon mal sagen. Was ist passiert? Esteban Ocon, 5 Sekunden für Ocon. Ein Angriff von einem Haas war das? Ja, genau, Haas war das. Drängt ihn da ein bisschen ab. Tja, klare Sache, 5 Sekunden für Ocon, ne? Das muss man wissen. Ah, Tsunoda ist noch so nah dran. Auch das solltet ihr eben wissen. Wir gehen in Benzinsparmodus bei Leclerc. Denn Leclerc ist immer noch nicht ganz korrekt unterwegs vom Benzin. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber gegen Tsunoda kriegen wir es hoffentlich verteidigt. Ja, keine Chance für den Japaner. Und somit kommt Leclerc dann auch mit gutem Benzin, also mit ausreichend Benzin, ins Ziel. Und Max Verstappen fährt über die Linie als erster Sieger in dieser Karriere. Ja, am Ende mit 28 Sekunden Vorsprung, wie ich es mir schon gedacht hatte. Und er fährt sogar noch die schnellste Rennrunde. Das ist einfach die Max-Dominanz, die man kannte am Beginn der 2024er Saison. Ja, in echt kam McLaren ran. Oder ja, Ferrari zwischenzeitlich auch, Mercedes mal. Ihr wisst ja, wie es im Prinzip verlaufen ist. Immerhin kann Carlos Sainz für uns den wichtigen Podiumsplatz holen. Und Leclerc wird 7. Also die Ziele von den beiden Fahrern eigentlich im Prinzip getauscht. Ja, 29 Sekunden sind heftig. Hoffentlich kommen wir ran im Laufe der Saison. Und Leclerc ist natürlich nicht begeistert von diesem ersten Rennen. Allerdings geht das schon, um ehrlich zu sein, auch voll auf seine Kappe. 2 massive Fahrfehler, P7. Das muss unbedingt besser werden. Wir freuen uns natürlich trotzdem über dieses Ergebnis. P2 Carlos Sainz auf einer Strecke, die unserem Auto relativ gut entspricht. Ich habe ja schon angesprochen, ich möchte der Entwicklung nach eher auf die niedrigen Geschwindigkeiten gehen. Also schiele ich schon Richtung Monaco-Sieg zum Beispiel von Leclerc, wenn er das denn da mal zusammenbringt. Norris und Sainz auf dem Podium und ganz oben natürlich Supermax in der Superdominanz. Also das Rennergebnis nochmal, Max Verstappen auf der 1, dahinter Carlos Sainz und Norris. Perez wird 4., Piastri 5., auch mit Fehler. Hamilton 6., Leclerc 7., Tsunoda starkes Rennen auf P8, Russell holt P9 und Alonso holt sich den letzten Platz auf P10 mit einem Punkt. Tja, wie sieht die Konstrukteurswertung jetzt also aus? Wir sind auf dem 3. Platz, 1 Punkt hinter McLaren. Das ist völlig in Ordnung nach unseren Zielen. Ich meine, vorne auf Red Bull zu gucken, das wird sehr, sehr schwer, fast unmöglich sein. Aber irgendwie Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, das muss auf jeden Fall erreicht werden.
Im Übrigen holt unser Nachwuchsfahrer Ollie Berman also einen Sieg im F2-Rennen. Gut gemacht von ihm. Wie entwickelt er sich so generell? 1 plus bei Überholen hat er dazu gewonnen, ein Stat. Das sind unsere zwei, ja, wahrscheinlich F1 Academy-Fahrerinnen, wenn ich das gerade so sehe. Ja, man hat jetzt ja auch eine Fahrerakademie, also vielleicht können wir da auch irgendwie was von machen. Im nächsten Jahr kommt Hamilton, wisst ihr ja alles. Im nächsten Video also schon gleich morgen. Dort gibt es den großen Preis von Saudi-Arabien, auch eine meiner Lieblingsstrecken, schnelle Strecke. Mal sehen, was da drin ist. Das war's von heute. Macht's gut, bis dann und ciao. You're growing in the dark.